Hallöchen, meine Freunde. Damit herzlich willkommen hier wieder zurück zum Bausimulator 2015. Ja, fast war er vergessen. Schade aber auch. Neues DLC zusammen mit dem Clicky. Hi. Hallo, es klingt komisch. Du bist nun mal weg und mal wieder da. Ja, weil ich wollte ja gerade meine Stoppuhr einstellen hier, dass wir auch nicht zu wenig, also nicht zu kurz und nicht zu lang machen. Allerdings war auf dem Tablet noch eine Packung Chicken Nuggets, die musste ich erstmal wegräumen. Ja. Das sind Geschichten, meine Freunde, die das Leben schreiben. Jetzt sehe ich sogar noch das vom Tablet her, dass der Akku langsam schwach wird. Sprich, da müssen wir auch nochmal dranhängen und dann muss ich das jetzt hier. Die Stoppuhr läuft. Alles klar, das war meine Wasserflasche. Und jetzt haben wir's. Ja, wie das so halt so auf dem Baubetrieb ist, es geht halt runter und drüber. So. Alles dreht sich irgendwo, wie soll ich sagen, im Kreis. Genau. Und ja, neues DLC, meine Freunde, ist jetzt, keine Ahnung, wie lange ist jetzt schon draußen. Ist aber egal, wir haben es jetzt erstmal aufgenommen, also wenn ihr das seht, keine Ahnung, aber wir nehmen es jetzt gerade auf und ich schaue euch das dann irgendwann so als Zwischen, als Lückenfüller raus. Denn es gibt einen neuen Schwertransportkran und dementsprechend neue Aufträge, die man hier unter Sonderaufträge findet, zum Beispiel Schwertransport historische Lok nach Wolfsheim oder Schwertransport Yacht vom Hafen ins Sägewerk, was da immer eine Yacht will, Schwertransport Turbine vom Staudamm zum Stahlwerk. Schwertransport Silo von Fabrik zum Bauernhof. Schwertransport Silo von Fabrik zum Bauernhof Wolfsheim. Schwertransport Mobilfunkmast. Was haben wir hier? Auf Gebäudedach eine. Und das war's dann dementsprechend auch schon. Was die Schwertransportmission hier angehen. Ansonsten gut, klar, Windkraftanlage, neue Brücke und Steam-Bürogebäude, das sind die anderen Schüsse. Es sind im Endeffekt 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 neue Schwertransportaufträge bringen zwar alle irgendwie nicht so viel Kohle, aber dafür schaffen wir sie dann dementsprechend auch. So, würde ich sagen, wir machen Schwertransport historische Lok von Wolfsheim. Da brauchen wir einen Kran der Stufe 3. Bevor wir das Ganze aber annehmen, müssen wir natürlich ja einmal in den Shop gehen und das Ganze auch erstmal kaufen. Wie viel hast du? 5,18 Millionen. Ja, kein Problem. Das ist der neue Mobilkran. Das ist ein MAN-L. Ne, Quatsch. Ist kein MAN, oder? Zugmaschine ist ein MAN. Nee, ja, der Kran ist ein Liebherr. Ach ja, stimmt. Das ist ein Liebherr. LTM 1306.2. Gar nicht. Ne, ist an sich ein Vierer, aber natürlich zeigen wir ihn euch ganz klassisch. Für Smart 600.000. Du hast keinen Platz mehr. Fahrzeuge bekommen beim besten Willen nicht unter. Vielleicht könntest du ein paar wenig benutzte Fahrzeuge in deiner Fahrzeughalle unterbringen. Oder beim Fahrzeughändler verkaufen. Ja, toll. Das ist ja wieder sehr schön. Dann gehen wir mal kurz hier auf Escape. Dann gehen wir mal kurz auf Firma. Fuhrpark. Laufender Monat. Fuhrpark, verfügbare Fahrzeuge. Ist eigentlich, dass du deinen eigenen Namen falsch geschrieben hast? Echt? Steht Achim Bau Dechsel. Dechsel? Naja. Alles klar. Ne. Aber es kam ja am Anfang, das hast du ja auch neu gehabt, Fahrzeughalle, dass du über das normale Niveau hinausgehen kannst. Okay. Hast du doch auch vorgelesen. Das stimmt, ja. Fahrzeughalle ist neu. Ob das jetzt mit dem Update kam oder ob das schon vorher kam, das ist... vielleicht kurven in deiner Firma. Nee. Ich kann jetzt hier im Overlay, kann ich einfach meine Fahrzeuge von dort aus in die Fahrzeughalle einlagern und dann passt das. Ach so. Na, dann kaufen wir mal was Schönes. Ich will ja, was fahren. Ich muss erst mal kurz einlagern. So, ab in Fahrzeughalle. Das Problem ist, das Menü geht nämlich immer zu. So, dann würde ich sagen, einmal den großen mobilen Kran. Jo. Und dann einmal dementsprechend noch hier Fahrzeuge, ne, Anhänger. Jetzt ist halt die Frage, Dreier. So einen schweren habe ich meines Erachtens noch. Ich guck gerade mal im Fuhrpark unter den Anhängern. Schwerlastanhänger, ja. Und Spezialanhänger habe ich auch. Sprich, machen wir eigentlich gar nicht kaufen, sondern müssen nur mit denen hier zurück. Du bist ja jetzt gespawnt da hinten. Hört sich auf jeden Fall sehr laut und sehr interessant an. Ach du Scheiße. Ein riesen Pott, Alter. Jupp. Ich fliege. Ja, das war es eben schon, weil ich noch gewusst habe, wie es geht. Wunderbar, komm mal fahren. Na dann. Ja, aber ne, brauchst du nicht noch den Hänger? Ne, den haben wir. Das steht schon alles noch am Hof. Das ist gar nicht so. Eine große Zugmaschine? Ach ja, stimmt. Moment. Du hast zwar die kleine Zugmaschine, aber ich weiß nicht, ob die das packt. Boah, das hat total... Da denken ja nur die ersten zwei Achsen.
Ist auf jeden Fall laut wie so. Zugmaschine gibt's keine neue. Ach doch, hier Schwerlastzugmaschine, das stimmt. Fährst du mit Athletenhitsche nachher? Ach nee, fährst du mit MAN dann, ne? Wo ist denn der? Das sind MAN TGX. Das sind ja extra, die TGX-Reihe ist ja die für Schwertransport, ne? Nee. TGX hätte ich ja auch gefahren. In schwarzen, aber da steht ja bei uns jetzt sinnlos am Hof. Ja, was sind die Schwertransport? TGX ist einfach nur das große Fahrrad. Ja, gibt's von MAN eine spezielle Schwertrast-Dinger? Ah, die haben doch eine eigene Bezeichnung, oder nicht? Ne? Nee. Okay. War das bei Mercedes? Bei Mercedes gibt's da was, ja. Also. Aber normalerweise nennt man die allgemein alle SLT einfach nur für Schwerlasttransport. Mhm. Wo ist überhaupt hin? Fahr mal vor. Achso, ja, du kannst. Moment, ich soll aber schon mal Navi-Punkt setzen. Bahnhofsviertel Fuchsberg, Stahlwerk, Baustoffhändler, Firmengelände hier, ne? Ah, okay. Und Escape. So. Haben wir aber kurz an. Ja. Das ist ja auch sehr schwer an dem. Ich hab gerade die Kameraperspektive anders gehabt. So. Doch deine Bude rust wie so. Echt? Das ist der Eise. Oh ja, stimmt. War ganz so schnell, ich muss um die Kurven tierisch langsam machen, weil da nur die ersten zwei Achsen lenken. Aha. Der Boost war auf Shift, oder? Ja, klar. Gut, ganz trotzdem, also jetzt ganz so langsam nicht. Ich muss ja gerade erst mal die ganzen Perspektiven durchschalten. So. Gesehen? Nee, ich bin nicht mit der Innenansicht, sonst ist mir das zu laut. Aber, ach doch, doch, ich sehe dich im Spiegel. Die Spiegel funktionieren noch richtig. Hinten, weil das Gewicht zu breit ist. Hm? Muss das Schild leider dran glauben. Oh, nö, ist ja nur das Schild. So, da vorne einmal. Ne, da erst links. Hier links. Boah, durch das enge Ding. Ne, wie ist Navi halt checkt? Langsam machen. Rum. So. Ich hoffe, wieder rechts. Da wieder rechts, dann geradeaus, ja. Oh, komm ich hinten gegen die Ampel, muss ich schon mal zurück rangieren. Da war er. Wie war es lange mal in der Ansicht? V mehrmals, ne? Also V ist Kameraperspektive. Ja, jetzt ist leise. Quietscht innen ein bisschen. Ja, da quietscht was. So, sind wir angekommen. Oh. Was sind da jetzt hier vor? Komische Kameraeinstellungen rausgehauen. Vorsicht, Person, Wolf überfahren. So. Muss ich auch schon mal gucken. Hier haben wir jetzt den. Wo der andere steht. Da hinten. Deine Parklücken sind zu kurz, da passt ja nicht rein. Ja. Da hinten am Dunkelschirm dreht sich noch. Die ganze Zeit. Schon mal kurz hier gucken. Optionen, Audi, Gesamtlautstärke, Geräuschlautstärke. Da kommt jetzt der blaue. Der blaue? Ja, die blauen Tieflader. Die stehen doch schon die ganze Zeit. Hä, ja, und was ist denn jetzt der neue Tieflader? Es gibt keinen neuen Tieflader. Habe ich mich leider geirrt. Das war der MAN und der Kran, der jetzt neu ist. Der Rest ist schon alles. So wie es halt ist. Ja, aber der war doch grün, der Tieflader. Wieso ist da ja jetzt blau? Wie grün? Nee, es gibt nur blau. Nee. Für Spezial. Diggi, das ist blau, das ist spezial, das ist rot, das ist Schwerlast. Und den Schwerlast kannst du auseinanderziehen. Ein Teleskop halt. Telesattel. Aber. Weißt du, das, was du hast, ist jetzt Schwerlast und was ist der blaue? Spezial. Wo ist der Unterschied? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ja, aber trotzdem, im Menü war der auf jeden Fall grün und nicht blau. Ah ja. Ja, so, wo müssen wir jetzt hin? Erstmal muss ich kurz hier das Ding vorfahren. Siehst du denn da vorne eigentlich die zwei, also wo ich jetzt drauf zufahre, die zwei ganz großen... Ja, die sehe ich, das sind die Bohrköpfe. Genau,
Genau, aus den DLC. Ach nee, halt, stimmt. Was ich eher meine ist. Sind die überhaupt hier? Nee, den ganz, ganz großen. Nee, den du erst zusammenbauen musst. Nee, der steht gar nicht hier in seinen Einzelteilen. Okay. Gut, dann steige ich euch mal kurz aus und nehme hier erstmal den Auftrag an. Und zwar. Die historische Bahn. Vorarbeiter ansprechen, setze einmal Lokomotive auf die richtige Position der Baustelle und Vorarbeiter ansprechen. Sprech mich mal ein. So, Aufgabe 1, spreche den Vorarbeiter an. Okay, wir folgen. Oder wohl, warte mal, du bist ja der LKW-Profi, mach mal bitte. Schön, dass das Ding automatisch startet, obwohl du gar nicht mehr drin sitzt. Der hat es nicht so schnell, so schnell gerafft. Der grünen Linie, denke ich mal, folgen, ne? Der grünen Linie folgen, ja. Muss ich irgendwas einstellen mit der Achse oder lenken die automatisch? Die lenken meines Erachtens noch automatisch. Wie blinke ich hier? Gar nicht. Alles klar. So, also, laut meinem Navi hier raus und leider hinter. Jo. Wer hupt denn hier? Warte mal kurz. Also, vorsichtig durch die Kurven. Die Lenkung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Hä? Der Auflieger, da rutscht der drauf rum. Bitte bremst. Mhm. Bitte bremst, der rutscht nochmal ein Stück vor, wieder ein Stück zurück. Mhm. Tschüss. So, also hier drin. Da drin, ja. Boah. So schön geschmeidig mit, ich muss jetzt mal kurz gucken. Nochmal in der Einstellung. Ah ja, hinten die Achsen, die lenken doch wunderbar mit. Lenkt alles mit, oder? Soll der Vorbereiter sein? Der blaue. Also auf meinem Radar bin ich der blaue. Ach so, da bist du der blaue. Dann. Ach da, guck mal, da ist er doch hinter mir. Ja. Vor allem der blaue. Der entfernt sich vor mir. Da ist die Lok, alles klar. Stell ich das Ding direkt neben die Lok und du hebst einfach nur so rüber, oder? Ja, auch schon mit dem Vorarbeiter sprechen und gucken, was der will. Bestimmt das mit der Lok mitnehmen. Naja. So, hallo Achim, dieser Auftrag wird interessant. In der Zukunft soll es zwischen Wolfsheim und Fuchsbergs historische Zufahrten mit dieser alten Dampflok geben. Aufgrund der Schäden an den Schienen, die zum Häfen führen, hat man uns beauftragt, die Lok direkt vom Wolfsheimer Bahnhof zum Bahnhof einzubringen. Eine Lok nach Wolfsheim? So was transportiert man nicht alle Tage. Für diesen Auftrag nehme ich am besten unsere neuen LTM 1306.2 Mobilkran von Liebherr und die MAN TGXD 38 Zugmaschine. So kann man das Product Placement auch gut verpacken. Sehr gut, mit dieser Maschine und den neuen Anhänger sollte das ein Kinderspiel werden. Dann lass mal den Wolfsheimer ne warten. So. Mit dem neuen Anhänger, hat er gesagt. Was? Nee. Mit den neuen Gelump. Ne? Also mit den neuen mit der Zugmaschine und. Ich park das Ding hier einfach mal so daneben. Park das mal. Ich muss mal gucken, wie das hier oder funktioniert. Das ist schon ein bisschen eng. Ja. Mal gucken, rückwärts sind die Achsen da gesperrt. Keine Ahnung. Gut, dass du schon Level 20 bist. Ja, Ewigkeiten schon nicht mehr gespielt. Hatte auch nicht gedacht, dass ich es nochmal anfasse. So, was war denn jetzt Y? Ah. Okay. Ich würde den aber ein bisschen näher vielleicht stellen, oder? Ja gut, der wird weit rauszufahren gehen, aber halt wegen Gewicht, gut wegen Realismus jetzt, aber das hier wahrscheinlich brauchen. Ach du Scheiße. Rückwärts fahren ist das Ding gesperrt. Mhm. Da kannst du aber irgendwie mit Shift links und rechts, dann kannst du die Achsen separat steuern. Achso. Boah, jetzt hänge ich an dem Vorarbeiter, Mensch, ist da stabil. Wollen wir mal. Jetzt komme ich an dem Vorarbeiter nicht vorbei, ja? Halt doch jetzt so. Was ist Miss. Was, wie hast du gesagt? Shift? Shift hast du gedrückt halten, dann Pfeil links oder Pfeil rechts. Siehst du das? Soll irgendwas da stehen? Nee, du siehst doch, dass sich die vordersten Achsen bewegen. Wenn du links und rechts da machst.
Vom Hänger. Ja, jetzt. Ach, so. Ja, ne, das ist mir natürlich ein bisschen zu. Ja. Alles klar. Soll ich da gleichzeitig rückwärts fahren? Das muss man natürlich erstmal wissen. Das ist wohl wahr. Ich direkt runterfahren oder was? Muss ich den jetzt eigentlich noch ausfahren irgendwie? Nö, der kann. Der kann irgendwas, aber. Das ist jetzt eine gute Frage. Also da war irgendwas. Den konntest du irgendwie wirklich irgendwie so irgendwie. Ha. Es gab da noch die Hilfeeinstellung. F1. Was? F1? F1. Ah ja. Links Shift, das ist das. D war ja an- und abkoppeln, ne? Richtig. Das ist Gas geben? Nee. Könnt ihr nicht. Shift links und rechts hast du. So haben die Achsen. Und links Shift D. Ah. Ja. Hab ich schon abgehangen. Genau. Das war irgendwie das Spezielle bei denen. Aber ich glaube, das brauchen wir ja nicht, oder? Nee, nicht so wirklich. Gut. Jetzt ist gerade. Oh, der Motor aus. So. Sieht gut aus. Gut aus. Ja. Müssen noch ein Stück vielleicht nach hinten. Da gucken wir hier vorne. Nur, dass die Puffer ein bisschen überstehen. Ja, also nach hinten hier in meine Richtung hier die ganze Lok. Wo ich da hinlaufe. Nach hinten hast du ja noch ein bisschen. Ah, so sieht gut aus. Dann. Wo ich noch ein Stück wieder quasi zu dir ranziehen, sonst steht sie nicht ganz gerade drauf. Die hängt nämlich jetzt hinten wieder ein bisschen drüber. Ja. Ja? Ja, so kannst du mal erstmal runter. Okay, das hängt vorne voll in der Luft. Ja. Ich würde sagen, das ist der falsche Trailer dafür. Da wäre der blaue doch viel besser. Keine Ahnung, aber guck mal. Wie blöd das aussieht, Alter. Die Lok hängt vorne voll in der Luft. Ja, ist aber irgendwie beschäftigt. Befestigt. Ja, befestigt, ja. Jetzt vom Spiel her. Du hast so schön gerade draufgesetzt. Kann man nicht sagen, aber. Na, guck mal hier, die Kette da. Nein, das ist ja auch. War dafür der blaue nur geöffnet? Naja, aber das ist ja nur extra schwer Transport. Das andere ist halt spezial. Jetzt vielleicht für die Turbinen oder so, aber ne, das ist ja eigentlich so ein Telelader, nimmt man ja nur für hohe Fahrzeuge, dass man in der Mitte zum Beispiel einen Bagger drauf stellt, weil der sonst viel zu hoch werden würde. Ja, man kann es ja bei der nächsten Mission nochmal tauschen, ist ja nicht das Problem. Aber meine Freunde, wir sind eh erstmal fertig für den Part. Wo es jetzt lang geht, dann ob wir das Ganze schaffen, das liegt jetzt nämlich alles in Klickisand. Da sehen wir dann dementsprechend, ja, im nächsten wieder. Däumchen da lassen nicht vergessen. Ja, und bis dann, haut rein. Tschüss.